Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar werden wir heute keine richtige 3 Uhr nachts Challenge machen, sondern wir werden... Schon wieder geht das aus. Gerade wo ich 3 Uhr nachts sage. Was ist das immer? Es war gerade die ganze Zeit an. Wie kann das auf einmal wieder ausgehen? Das ist nicht mehr normal. Sagt man nicht immer, Geister wollen einen kontaktieren? Über Lichter und so? Was ist das? Ah! Was ist das? Ich muss schon zittern. Das hat es noch nie gemacht. Noch nie. Mein Ringlicht ist an, aber immer nur das. Das ist am Rumspinnen. Ja, nice. Muss noch nicht mal 3 Uhr sein. Ich sollte es nicht mehr sagen. Nicht mehr normal, Leute. Nicht mehr normal. Ich mach gar nichts. Ja, jedenfalls, es muss noch nicht mal die Teufels- und Dämonenstunde sein. Das Ding geht trotzdem aus. Ernsthaft jetzt? Oder weiß irgendwas hier, was ich vorhabe? Weil ich wollte keine Challenge machen, sondern, also nicht... Richtig. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Denn ich wollte mich heute Nacht, während ich schlafe, aufnehmen. Ich lasse meine Kamera laufen, um zu schauen, ob irgendwas Unheimliches, Mysteriöses passiert. Ob irgendjemand hier im Haus ist, weil ihr wisst, ich habe irgendwie das Gefühl, hier war jemand drin. Weil wieso waren sonst orangene Haare in der Tür eingeklemmt? Und seitdem ich diese verfluchte Nummer von Turning Red angeschrieben habe, passieren so seltsame Dinge. Unter anderem habe ich auch diesen roten Panda hier bekommen, aber mit Knopfaugen. So viele meinten von euch, Becky, schneid ihn auf. Aber bevor wir es machen, ich werde ihn neben mich legen, um zu gucken, ob er ja sich bewegt, ob irgendwas halt, wie gesagt, passiert. Und ich hoffe, ich kann es auf Kamera irgendwie aufnehmen. Ja, und echt toller Zufall, dass das Ding die ganze Zeit dann am Rumspinnen ist. Als hätte ich es nicht schon schwer genug, irgendwie vernünftig zu schlafen. Mein Schlafrhythmus ist sowas von im Eimer, aber... Ja, ich habe mir vorgenommen, früher ins Bett zu gehen, mich aufzunehmen beim Schlafen. Und dann passiert das wieder. Wie soll ich so einschlafen können? Ich weiß nicht, ob ich so ganz mit dem Ding hier schlafen möchte, weil... Warum hat der Knopfaugen, Leute? Warum hat der Knopfaugen? Können wir mal bitte darüber reden, wie gruselig das aussieht? Vor allem zwei verschieden große, aber da könnte tatsächlich was drin sein. Also wenn ich ihn tatsächlich mal aufschneiden soll beim nächsten Mal oder 24 Stunden mit dem Bär hier verbringen soll, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 20.000 Daumen nach oben mache ich das. Dann gibt es auch wieder eine neue Uhr-Challenge. Ja, und ich würde sagen, ich mache mich jetzt bettfertig. Stell die Kamera irgendwo hin, wo ich am besten alles raufbekomme. Und hoffe für mich, es passiert einfach gar nichts. Aber ja, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei diesem komischen Kuscheltier. Und warum lag es halt einfach in dieser seltsamen McDonald's-Tüte vor meiner Tür? Irgendwas muss mich beobachtet haben. Irgendwas war anscheinend im Haus. Und ich bin mir sowas von sicher, es hat irgendwas mit der verfluchten Nummer zu tun. Ansonsten kann ich mir es einfach nicht erklären. Ich fand die Nummer anfangs gar nicht so unheimlich, aber dann... Alles, was auch danach passiert ist. Und dann bin ich jetzt wieder im Bett, habe mir mein großes XXL-Shirt zum Schlafen angezogen. Das trage ich super, super gerne zum Schlafen. In den kälteren Monaten, wenn es wieder Sommer ist, trage ich das gerne als T-Shirt oder T-Shirt-Kleid. 2 oder 3 in 1. Pyjama und Sommershirt, Sommerkleid in einem. Und meine Pushin-Hose, die darf natürlich auch nicht fehlen. Wer kennt sie noch? Oh mein Gott, die habe ich schon richtig, richtig lange. Ich liebe die aber so sehr. Ich konnte mich einfach nicht von der trennen, obwohl die schon irgendwo ein Loch hat. Aber ja, die gehört einfach zu mir. Wer kennt sie? Der kommentiert jetzt mal mit einem Katzen-Emoji. Ich glaube, die Leute sind wirklich sehr, sehr lange dann schon in Team Becky, weil die haben schon ewig. Ja, und ich werde jetzt versuchen zu schlafen. Ich habe mich gerade schon die ganze Zeit versucht, irgendwie abzulenken noch. Eigentlich wollte ich schon längst schlafen, aber ja, wegen dem Licht und so. Und dann zu wissen, dass ich neben dem hier schlafen muss. Nee, Leute, ich musste mich ablenken. Es ist jetzt schon 23.22 Uhr. Oh mein Gott, ich sollte dringend schlafen gehen. Ich sag ja, Leute, mein Schlafrhythmus. Aber ich weiß ja nicht, was es damit auf sich hat. Von wem der vor allem auch ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen früh. Und dann gucken wir einfach mal, ob irgendwas ist, ob irgendwas passiert ist. Und wenn ja, was. Also gute Nacht und bis morgen früh. Leute, wir haben schon den nächsten Tag und irgendwas ist in der Nacht passiert. Irgendwas ist in der Nacht passiert.
Irgendwas war mit der Tür. Ich bin mir sowas von sicher, Leute. Ich bin wach geworden. Aber dann bin ich wieder eingeschlafen. Ja, wenn das damit was zu tun hatte, ne? Was soll ich denn dann machen? Da habe ich mir das alles eingebildet. Okay, Leute, ich habe mich jetzt ganz schön fertig gemacht und wir schauen uns jetzt zusammen die Aufnahme an, um zu gucken, ob irgendwas darauf aufgenommen wurde und wenn ja, was. Vielleicht haben wir das auf der Aufnahme. Wir schauen uns die jetzt zusammen am besten einfach mal an. Aber ich habe echt Angst davor. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwas Gruseliges sehe. Da bin ich am Schlafen. Passiert irgendwas? Ist da irgendwas? Okay, da war jetzt nichts. Ich wälze mich nur rum. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nichts bemerken können. Falls ihr irgendwas seht, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Leute, was ist das? Wenn ich hier vorspule selber. Ui, seht selbst, seht selbst. Warte, wo fängt das an? Hier, kurz vorher. Hier, alles noch normal. Schlimmer. Das flackert sogar richtig. Ich habe nichts bemerkt. Was war das? Auf jeden Fall hört es dann etwas auf. Aber jetzt, Leute, es fängt wieder an. Seht ihr das? Ihr könnt mir nicht sagen, das ist nicht paranormal. Dass irgendwas anwesend ist. Das ist noch nie passiert. Noch nie. Ich hab Angst. Alter, ich hab meine Wärmecheck-Deck hier nicht. Oh. Ich hab nichts bemerkt. Nichts, einfach gar nichts. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Es geht auf jeden Fall weiter jetzt, aber es passiert nichts. Warte. Habe ich das richtig gesehen? Leute, schaut genau hin. Achtet auf den Bär. Er hat sich bewegt. Ich war es nicht. Ich bin da nicht rangekommen. Alter, was ist mit dem Bär los? Ich wusste, man kann ihn nicht trauen. Ich wusste es. Der hat solche Knöpfe drauf, Leute. Das Ding ist verflucht. Das hat sich selber bewegt. Manchmal kann es ja sein, dass man sich wälzt oder so und dann plötzlich mit der Hand vielleicht dagegen kommt oder ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht dagegen gekommen. Man kann das eindeutig sehen. Ich bin nicht dagegen gekommen. Das sieht so gruselig aus. Ich habe Angst, mir weiter die Aufnahmen anzugucken. Ich drehe mich. Und das Licht flackert wieder. Schon wieder. Jetzt aufgehört? Wie oft ist das bitte passiert? Okay, also ich will jetzt wissen, woher das Geräusch kam. Warte. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Moment hier. Und jetzt. Jetzt. Leute, guckt euch das an. Seht ihr das? Wer ist bei mir zu Hause? Die Tür geht außerdem so ganz langsam auf. Ich muss da schon irgendwas bemerkt haben, sonst hätte ich mich nicht gerade so bewegt, oder? Oder ist das Zufall? Wie lange bin ich beobachtet? Wer beobachtet mich da? Da, 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 da. Das war dein Moment. Ich habe es mir nicht eingebildet. Ich habe es mir nicht eingebildet, Leute. Da seht ihr das. Hallo? Ich hatte voll Angst.
Ich habe mir es nicht eingebildet. Und dann irgendwann bin ich wieder eingeschlafen. Ist da noch was passiert? Nein. Das Licht hat aufgehört, aber es war da schon nach 3 Uhr. Ey, das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Wer hat die Tür geöffnet? Hat das irgendwas mit dem Bär zu tun, weil er hat sich selber bewegt? Das Licht war dort am Flackern, aber komischerweise auf der Seite, wo der Bär war. Wie das zusammenhängt. Was ist das Gruseliges? Das ist so creepy. Aber irgendjemand hat die Tür geöffnet. Irgendjemand war da und hat mich beobachtet. Außer die ist irgendwie von selber aufgegangen, da war niemand. Aber ich konnte es nicht sehen. Ich konnte es einfach ja nicht sehen an der Aufnahme. Vielleicht hätte ich noch eine andere Kamera aufstellen sollen, ey. Ey, das ärgert mich jetzt total. Wer hat mich beobachtet? Und vor allem, was brachte das? Hätte ich das nicht aufgenommen, ich hätte das gar nicht herausgefunden. Ich hätte vielleicht gedacht, ich bild mir das ein. Aber die Tür ging wirklich auf. Boah, nee, ist das unheimlich. Das ist so unheimlich.